Moin aus der Waldspüller Kirche. Heute ist Karfreitag, heute geht es um das Kreuz. Wenn ich mit Kindergartenkindern hier in der Kirche bin, dann erkläre ich, dass das hier oben kein echter Mensch ist, sondern den Kindern sage ich, es ist eine Puppe. Natürlich ist es ein Kunstwerk aus Holz, aber für die Kinder ist es eine Puppe. Denn manche Kinder kriegen wirklich Angst. Und Puppe oder Holzfigur, die Kinder haben recht. Das sieht wirklich schrecklich aus. Also warum haben wir solche Abbildungen in unseren Kirchen? Warum das Kreuz und dann auch noch der gerade gestorbene, arme Jesus, blutend und mit Dornenkrone? In den Anfängen des Christentums war das Kreuz nicht das zentrale Symbol. Es gab mehrere. Den Fisch, zeitweise geheimes Erkennungszeichen, als die Christen noch verfolgt wurden. Es gab aber auch das Lamm als Zeichen dafür, dass Jesus sich wie ein Lamm hat opfern lassen. Durchgesetzt hat sich aber das Kreuz. Denn, so denke ich, es ist das stärkste von diesen Symbolen. Gott ist ja drei in einem. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Der Sohn, also Jesus, hat sich als Zeichen für uns Menschen umbringen lassen, damit wir bis zu uns hier und heute begreifen können, dass Gott in allem, was uns begegnet, bei uns ist und uns versteht, bis in die tiefsten Tiefen, die das Leben mit sich bringen kann. Vor 140 Jahren hat die Handewitterkirche gebrannt. Aus der brennenden Kirche wurde das große Holzkreuz, so eins, aber noch in größer, gerettet. Aus der brennenden Kirche. Und nicht von Pastor, sondern von Handewitter. Es ist nicht nur eine Puppe, es ist nicht nur eine Holzfigur, nicht nur ein Kunstwerk, sondern das Kreuz ist das wichtigste Zeichen, das wir haben. Und Karfreitag denken wir besonders daran. In diesem Sinne, Gottes Segen. Amen.